Hallo und willkommen zurück zur Statistik. Letztes Mal haben wir Mengen behandelt und deswegen möchte ich dieses Mal weitermachen mit ja, der Wahrscheinlichkeit an sich. Also wie schreibt man Wahrscheinlichkeit auf? Und ja, so zunächst einmal, wir haben Mengen aus Ereignissen, die nennen wir meistens Groß A. Und wenn wir die Wahrscheinlichkeit haben wollen, dass eines der Ereignisse in A eintritt, beziehungsweise nur ein Ereignis, je nachdem wie ihr es definiert habt, dann schreiben wir P von A. Also das ist die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt. Ja. So, dann gibt es natürlich ein paar grundlegende Sachen, die ich euch jetzt erstmal kurz zeigen möchte. Und zwar, die Wahrscheinlichkeit von der leeren Menge ist immer 0. Okay? Also die Wahrscheinlichkeit, dass kein Ereignis eintritt, ist immer 0. Also es wird immer was passieren, sozusagen. Dann haben wir die Wahrscheinlichkeit von, und jetzt müsst ihr aufpassen, wo die Klammern stehen. Und ich muss den Summoperator suchen. Hier. Die Wahrscheinlichkeit von j gleich 1 bis n über die Ereignisse a, i. Also die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Ereignisse eintreffen. Also alle Ereignisse, die eben AI heißt, AJ in dem Fall, weil wir hier J als Zählervariable genommen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle, beziehungsweise halt, ja, alles aufsummiert, die Wahrscheinlichkeit von allen Ereignissen aufsummiert, ist einfach die Summe, wo war sie denn? Da. Von J gleich 1 bis N. N ist die maximale Anzahl an Ereignissen, also nichts Magisches oder sowas. So, und jetzt wird's witzig. Die Summe aus den Einzelwahrscheinlichkeiten. Also das heißt, ihr könnt das einfach rausziehen, diese Summe. Aber, und jetzt Vorsicht, nur wenn diese Ereignisse A, J paarweise disjunkt sind. Jetzt, was heißt paarweise disjunkt? Das bedeutet, dass die Ereignisse alle unterschiedlich sind. Also nichts ist gleich. Also ich habe hier nicht die Wahrscheinlichkeit davon, dass ich mir jetzt gleich einen Finger schneide und die Wahrscheinlichkeit davon, dass jetzt gleich meine Maus runterfällt. Und dann nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir einen Finger schneide, sondern eben wirklich nur verschiedene Sachen. Gut. Dann haben wir noch was anderes. Das sind jetzt ein Haufen Definitionen. Ich weiß, das ist ein bisschen trocken, aber das ist immerhin Statistik. Das muss trocken sein, sozusagen. Die Wahrscheinlichkeit von a hoch c. Jetzt, was ist a hoch c? A hoch c ist die Komplementärmenge, also die Wahrscheinlichkeit davon, dass keines der Ereignisse aus a eintritt, beziehungsweise nicht das Ereignis a eintritt. Das ist einfach die Wahrscheinlichkeit von 1 minus der Wahrscheinlichkeit von a. Das bedeutet einfach, die Wahrscheinlichkeit, dass a nicht eintritt, ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, was ja irgendwie einleuchtet. Entweder A tritt ein oder A tritt nicht ein. Wenn es nicht eintritt, dann insgesamt müssen wir ja auf 1 kommen, wenn wir die beiden aufsummieren. Weil 1 ist ja 100%, also 1 ist das Ereignis tritt ein oder ein Ereignis tritt ein. So. Jetzt kommen wir schon ein bisschen zu komplexeren Sachen. Und jetzt muss ich gerade mal eben gucken, was Teilmenge hier ist. Müsst ihr kurz entschuldigen. Ich muss hier die ASCII-Codes raussuchen. 8834. So. A ist die Teilmenge von B. Dann haben wir die Implikation, dass die Wahrscheinlichkeit von A kleiner gleich. Das macht's automatisch. Ist ja Hammer. Die Wahrscheinlichkeit von B ist. Okay, was bedeutet das? Also, A Teilmenge von B bedeutet zunächst einmal, dass alle Elemente aus A in B liegen. Okay? So, wenn aber alle Elemente aus A in B liegen, also alle Ereignisse auch, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Ereignisse aus A eintreten, natürlich kleiner als dass die Wahrscheinlichkeit, als dass die Ereignisse aus B eintreten. Weil ja logischerweise, wenn hier ein Ereignis aus A eintritt, muss automatisch ein Ereignis aus B eintreten. Wenn aber ein Ereignis aus B eintritt, muss das noch nicht heißen, dass auch ein Ereignis aus A eintritt, denn es gibt vielleicht Elemente in B, die nicht in A liegen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hier von A kleiner als die Wahrscheinlichkeit von B.
Warum übrigens Wahrscheinlichkeit mit P abgekürzt wird, ist mir immer noch ein Rätsel, das weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich kommt es aus irgendeinem Englischen oder Latein oder was auch immer. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Gut. So, jetzt kommen wir zu die Wahrscheinlichkeit von. Und jetzt muss ich wieder suchen gehen. Vereinigung A. Vereinigt mit B. So, ihr erinnert euch hoffentlich noch aus dem letzten Video, was das bedeutet. Nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit, also dass ein Ereignis aus A oder aus B, also quasi ein Ereignis aus beiden Mengen kann eintreten, das wird damit berechnet. So, das ist, sagen wir mal, die beiden Mengen hier sind komplett unterschiedlich. Also kein Ereignis, was in A liegt, liegt auch in B. Dann haben wir logischerweise einfach die Addition von beiden Wahrscheinlichkeiten, weil entweder tritt das Ereignis aus A ein oder es tritt das Ereignis aus B ein. So, was passiert jetzt aber, wenn ich noch Elemente habe, die in beiden Mengen liegen? Die darf ich ja nicht beides mal hier dazu addieren. Also hier habe ich ja jetzt quasi, wenn ich noch ein Ereignis aus A und ein, also was in A und in B drin liegt, habe, dann habe ich ja hier und hier jedes Mal diese Wahrscheinlichkeit drauf addiert. Und deswegen muss man hier eben noch diesen A geschnitten B subtrahieren. Und den Satz dürft ihr euch wirklich merken. 8, 7, 4, 5. Ja. Also P von A vereinigt B ist P von A plus P von B. Und da wir aber die Elemente, die in beiden Mengen liegen, jedes Mal drauf addieren, müssen wir die hier hinten nochmal abziehen. Sonst haben wir am Schluss zu viel Wahrscheinlichkeit. Okay? Gut. Ja, und dann noch zu guter Letzt ein weiterer Satz. Und das ist dann aber auch der letzte von diesen komischen Sätzen. So, jetzt brauche ich aber. Oh Gott, jetzt muss ich irgendwas suchen. Ah, perfekt. Da. Und zwar die Vereinigung aus n gleich 1 oder auch j gleich 1, ist mir wurscht. Nennen wir es j, das haben wir bisher immer getan. So, jetzt muss ich unendlich suchen gehen. Ich hoffe, das finde ich hier. Nein, das finde ich hier nicht. Doch, ich hab's. Perfekt. 8, 7, 3, 4. Über die Mengen a, n. Ist logischerweise kleiner gleich die Summe. Jetzt muss ich aber viel hier raussuchen, es tut mir leid. Lässt sich aber leider nicht vermeiden. Aus j gleich 1 bis. Das war unendlich. 8, 7, 3, 4. Über die Wahrscheinlichkeit von. N. So, was bedeutet das jetzt wiederum? Okay, also das bedeutet die Wahrscheinlichkeit von allen Mengen, die wir hier, nicht AN, Entschuldigung, AJ, ich habe es aus dem Buch abgeschrieben, die haben das N getauft, was aber ein bisschen blöd ist, weil wir da vorher die ganze Zeit J benutzt haben. So, die Wahrscheinlichkeit von all diesen Mengen A, die wir hier haben, also wenn wir die alle vereinigen, also sagen wir mal, wir haben 100 Mengen und wir wollen die alle in einen Topf schmeißen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis daraus eintritt, kleiner oder gleich groß, wie die Wahrscheinlichkeit von jeder einzelnen Menge einfach aufsummiert. Also wenn ich die alle aufsummiere, dann kommt auf jeden Fall was Größeres oder was gleich Großes raus. Jetzt, warum ist das so? Das lässt sich quasi direkt aus diesem Satz hier oben ableiten. Und zwar kann ich hier einfach sagen, das ist ja das hier, nur mit beliebig vielen Mengen. Und das hier, also p von a plus p von b, ist das hier nur mit auch beliebig vielen Mengen, aber mit der gleichen Anzahl an Mengen. Und dann tue ich hier ja niemals diese Schnittmenge hier hinten wieder subtrahieren. Und dann passiert genau das, was ich euch gerade eben erzählt habe. Für Elemente, die in beiden Mengen drin sind, erhöht sich dieser Term, aber der hier nicht. Und deswegen ist das hier größer oder gleich, denn gleich ist es genau dann, wenn diese Elemente hier, wenn hier keine Elemente aus mehreren Mengen liegen. So, ziemlich viel trockener Stoff heute. Ja, ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss nur noch eine Sache mitgeben.
Nämlich wie man so ganz normal eine Wahrscheinlichkeit berechnet. Also hier ganz normal die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A oder von mir aus auch Mengen von Ereignissen, die wir hier haben, P von A. Und das ist jetzt eigentlich recht simpel und auch gut nachzuvollziehen. Die Striche heißen Betragsstriche, die ihr wahrscheinlich kennt. Und das hier wäre ein Omega, das muss ich jetzt aber erstmal suchen gehen. So. Also, das bedeutet hier einfach aktuell nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Ereignisse in A eintritt, ist gleich groß wie die Anzahl der Elemente in A, die ich zur Verfügung habe. Also, ich ergebe euch gleich noch ein Beispiel dazu und alle möglichen Elemente. So, also man sagt auch günstige Fälle und mögliche Fälle dazu. Also oben stehen die günstigen Fälle und unten stehen die möglichen Fälle. Und die günstigen Fälle sind natürlich auch in den möglichen Fällen enthalten. Also sagen wir mal, bei einem Würfel wäre, upsala, was habe ich jetzt getan? Wäre hier die Wahrscheinlichkeit davon, dass wir eine 6 würfeln, ja? Gut, eine 6 zu würfeln ist eine von 6 Möglichkeiten, die wir hier haben. Okay, ich schreibe das gerade mal hier so hinten dran, ja. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Also wir wollen eine 6 würfeln. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit bei einem 6-seitigen Würfel. Wenn wir natürlich einen 20-seitigen Würfel nehmen, dann ist das natürlich was anderes. Dann haben wir 20 Möglichkeiten. Aber ihr seht, wo es hinausläuft. Wir können Zahlen von 1 bis 6 würfeln, aber wir wollen nur eine 6 würfeln. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine 6 würfeln, ist einfach ein Sechstel. Das ist sozusagen hier das Basic-Ding. Aber da kommt man auch, glaube ich, selber drauf. Bei einer fairen Münze wäre das jetzt zum Beispiel auch was. Also wir reden hier auch nicht von gezinkten Würfeln. Da ist es anders. Das wäre gemein. Bei einer Münze wäre es jetzt auch so, ich werfe sie, entweder hat sie Kopf oder sie hat Zahl und ich will die Wahrscheinlichkeit, dass ich Kopf werfe, dann habe ich hier einfach ein Halb, weil sie hat, also Kopf zu werfen ist ein einziges Ding, eine Möglichkeit und ich habe insgesamt zwei Möglichkeiten, nämlich Kopf oder Zahl zu werfen. Und ein Halb bedeutet nichts anderes wie 0,5, was auch nichts anderes bedeutet wie 50%. Prozent bedeutet nichts anderes wie Hundertstel. Also ich rechne hier quasi immer auf Hundertstel um. Da müsst ihr euch vielleicht dran gewöhnen, aber das mit dem Prozent, das kennt ihr wahrscheinlich schon, so wie ich euch kenne. Lassen wir das so. Gut. Ja, ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Und das wäre es dann auch tatsächlich diesmal für heute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.